Die Lymphgefäße sind ein ganzes Netzwerk und führen zum Herz zurück, durch den sogenannten Lymphbrustgang. Direkt beim Herz wird die Lymphe ins Blut zurückgeführt. So kommt letztlich die ganze Flüssigkeit ins Blut zurück. Es gibt Filter im Inneren des Lymphsystems. Bevor die Lymphe in die Blutgefäße zurückgelangt, entfernen diese Filter Abfallprodukte, die von der Lymphe auf ihrem Weg durch das Bindegewebe aufgenommen wurden. In diesen Lymphknoten sind Immunzellen, die erkennen, ob Schadstoffe oder Krankheitserreger entfernt werden müssen. Diese Immunzellen reinigen die Lymphe von diesen Krankheitserregern, bevor sie zurückfließt. Lymphknoten sind eine Reihe von Filtern, welche die Lymphe reinigen, bevor diese Flüssigkeit wieder ins Blut gelangt. Wir haben ein sehr wichtiges System, das Lymphsystem. Gehen wir zurück zum Spülbecken. Ich habe gesagt, Druck lässt das Wasser aus dem Hahn fließen, aber die Schwerkraft bringt es in die Lymphgefäße. Das Lymphsystem hat kein Herz als Pumpe. Es funktioniert nur durch Schwerkraft. Das heißt, aus einem Lymphgefäß in deinem Kopf kann die Lymphe durch die Schwerkraft abfließen, in den Lymphknoten gefiltert werden und durch den Lymphbrustgang beim Herz ins Blut zurückgelangen. Musik